Hallihallo, Hallöchen, willkommen zurück zu Battletech im 31. Jahrhundert. Ich habe mir mal erlaubt, ich muss gerade mal schauen, ja, hier sind theoretisch noch XP zu verteilen. Die wollte ich jetzt nicht ohne euch verteilen, also da möchte ich jetzt mal schauen, was könnten wir ihm jetzt hier noch verpassen. Gib mir den da noch. Ich habe mir mal erlaubt, unsere stark dezimierte Truppe zum einen zu reparieren, also den Jenner nochmal zu reparieren. Dabei habe ich ein Jumpjet weniger reingenommen, ein bisschen mehr Panzerung drauf gesetzt. Aber vor allen Dingen habe ich darauf gewartet, dass wir insgesamt wieder eine komplette Lanze zusammen haben, bevor ich jetzt den neuen Contract launche. Dafür sind wir jetzt auch fast bei Bankruptcy. Also wir sind fast bankrott. Du hast, glaube ich, nur ein... Du hast auch eine LRM, aber ansonsten eine Menge SM. Na gut, dann nehme ich dich. Und jetzt ist der Tag, an dem der letzte der vier Mechs, die wir benötigen oder die wir haben wollen, fertig repariert ist. Das ist der Vindicator und wir starten mal den Auftrag. Und ich glaube mal wieder Zwischenbildschirm. Es tut mir leid. Wir sehen uns gleich. Und da sind wir auf dem Planeten. Dort drüben ist die Fabrik, die wir einnehmen sollen. Und ja, wollen wir doch mal. Roger that. Don't need to tell me twice. Base Turrets und wahrscheinlich auch eine Schutztruppe, schätze ich mal. Location confirmed. Roger. Moving out. Aye aye. Ich bewege mich einfach mit der größtmöglichen Geschwindigkeit drauf zu, damit wir damit fertig werden. Ah, ich kenne die Karte. Auf der habe ich auch in der Singleplayer, die ich spiele, bis jetzt nur einmal gespielt. Unoccupied safe, except automated turrets. Und natürlich, da kommen Gegner. Es ist eine sehr schöne Karte, so vom Aufbau her und vom Design her. Ich finde sie ganz hübsch. Wenn diese Fabrik, die da so halb in den See reinragt, als könnte hier jemals irgendein Schiff anlegen oder so. So, da haben wir die Turrets. Sehe ich schon die anderen Energiesignaturen? Nein, doch nicht. Nein, okay. Yes, Commander. Wir müssen unbedingt die Turrets ausschalten, bevor irgendwas anderes passiert. Also bevor der da dann entsprechend zurückschießen kann oder sowas. Wir haben ja auch keinen Turret Generator oder sowas. Also müssen wir doch so drauf rumhauen. Und vor allem sind AC2s. Ah, die können Schaden anrichten, wenn der dran kommt. Weil der kann definitiv bis zu uns schießen. Good to go. Centurion mit Energie. Okay. Ah, ich glaube, dann habe ich in meiner Singleplayer-Kampagne dem Centurion das MG rausgenommen und stattdessen mehr Panzerung verpasst. Ich sehe auch, der hat nur 800. Ich kenne ihn mit 1000. Egal. Das müssen wir dann vielleicht noch irgendwann machen. Weil damit kann der dann auch mit schweren Mechs mithalten, panzerungstechnisch. Und ist damit echt ein Biest. Standing by. Position confirmed.
Ich hätte ihn hier zuerst laufen lassen sollen, weil dann hätte er nämlich den Sensorlock machen können. Schade. Sensorlock on target. What's up, Box? Aber gut, neue Runde. Neuer Turm, der down geht. Ja, wir haben alle Leute, die drauf schießen. I hear ya. Ja, du hast den Vindicator. Du kommst nicht mehr genug rein. Schade. Gut, dann schieß weiter mal ein paar Langstrecken. Rakete drauf. So, den nehmen wir als nächstes. Du musst jetzt eigentlich den Turm down kriegen. Locked on. Oder auch nicht. What can I do for you? Dann machst du's. Roger that. Firing on target. Vor allem die Base-Turrets zu eliminieren bedeutet mehr Geld und Geld brauchen wir gerade. Ah, da haben wir unsere Reinforcements. Good to go. Dann uns wieder ran. Schade, schade. Orders. Waiting on you, Commander. Nein. Aber du kannst Sensor locken. Das ist ein Raketenturm. Commander. Und sieh an, von hier aus können wir dann auf einmal mehr schießen. I hear ya. Waiting for orders. Die Ecke hier oben ist übrigens gar nicht mal blöd zu sein, weil hier können wir wesentlich besser zielen. Medium Laser und MPs. Schade. Ready for orders. What can I do for you? So, ein Treffer reicht. 90%. Hätte eigentlich gereicht, dass ich da treffen können hätte. Ja gut. Wir haben ja glücklicherweise noch einen Mech in Reserve, den wir benutzen können. Location confirmed. Der hat eigentlich nur die lange Streckenwaffen ausreichend. Aber es hat gereicht, um den Turm kaputt zu machen. Das ist gut. Schau an, ein schneller Heuschreck. Kratzt an unser Panzer. Aber wenn der schon da ist, dann wird der Rest wahrscheinlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Da ist er. Das könnte ein Centurion sein. Mit der LRM-10. Oder irgendwas anderes mit der LRM-10. Good to go. Good to go. So, schieben wir dich mal nach vorne. You betcha. Da
Dann darfst du nämlich mal Got it. Auf den Heuschreck schießen. Autsch, wer schießt da und warum? Na gut, warum weiß ich, aber wer? Und du darfst den Heuschreck jetzt auch sein. Ja, das war kräftig. Ich hätte dich nicht bewegen sollen, ich hätte den Centurion nehmen sollen. Auf jeden Fall ist er jetzt kaputt. Damit muss der Rest von der Truppe auch wieder näher an uns rankommen, was ganz positiv für uns ist. Und ich bewege mal darüber, um die Leute in die Zange zu nehmen. Er zieht sie zurück. Nein, er läuft einmal außen rum. What's up, boss? Da du dich bewegt hast, machen wir einen Sensor-Lock. Du bist ein Heuschreck, oder? Ja, ein weiterer Heuschreck und ein Vehikel. Receiving you. Waiting for orders. Da können wir doch mal. Ja, das hat schon mal einen Treffer gegeben, das ist gut. Standing by. Ready for orders. Und das gibt den zweiten Treffer. Got it. Das war ein Bein. Das waren beide Beine und damit ist er nämlich raus. Target neutralized. Sehr schön. Orders. Coordinates received. Leider nichts in Reichweite, dementsprechend glauben wir mal. Ja, noch ein zweites Vehikel, das ist okay. Am Anfang sind die Jungs glücklicherweise alle relativ leicht. Weshalb das Ganze noch vernünftig funktioniert. Roger that. Was haben wir da? Ein Leit. Sniper Turret, ein Skorpion und ein Striker. Jetzt habe ich mir die dazu. Weil vier AC2s sind dann doch schon heftig. Solange ich mir nur Panzerung abschält, ist mir das vollkommen egal. Panzerung kostet nichts. Schauen wir mal, ob wir den ausschalten können. Jo. Die Striker können übrigens, wenn sie voll gepanzert sind, echt lästig werden. Also wir sind hier richtig froh drum, dass die nicht wirklich gepanzert sind.
Schade, da kann ich nur mit meiner Langstreckenraketen drauf schießen. Ich hätte gehofft, es klappt auch mit dem. Ich hätte es vorher mal schauen können. Waiting for orders. Here we go. Das reicht. Da kommt unser Dropship. Und wir haben unsere Mission noch nicht ganz geschafft. Wir müssen ja noch die Base occupieren. Also, alle meiner Form. Und einer reicht. Sehr schön, ich hoffe, jetzt kriegen wir ein wenig Geld. Wenn nicht, dann müssen wir die nächste Mission einfach mit sehr viel Geld annehmen. Oder wir müssen einfach eine der... Ja, 39.000, das... Ich habe hier gesalvaged. Wir können Heuschrecken mitnehmen. Da von dem 1S haben wir sogar noch ein bisschen was. Aber ganz ehrlich, hier ist eigentlich nichts, was mich großartig interessiert. Ich nehme jetzt mal ein paar Ersatzteile mit. Medium Laser nehmen wir, kriegen wir garantiert noch genug. Nee, machen wir es anders. Wir nehmen die Mechteile mit. Die kann man nämlich auch verkaufen. Also, wenn wir sie zusammengebaut haben. Bis auf die eine LRM-5 haben wir quasi alles mitbekommen. Alles gut. Und wir brauchen immer noch sehr viel Geld. Schauen wir mal. Hier haben wir noch 1 Million. Die nehmen wir doch mal. Ich lasse mir trotzdem ein Priority Salvage übrig. Alleine um zu schauen. Für den Fall, dass das sehr, sehr schönes dabei ist, damit wir zumindest etwas priorisiert bekommen. Normalerweise ist das jetzt eine Mission, bei der wir Leute beschützen müssen, die irgendwo Leute eskortieren müssen. Ich hoffe, wir müssen sie erst abholen, weil dann können wir nämlich in Ruhe erstmal die Gegner erledigen, bevor die Jungs überhaupt gespawnt werden. Die Mission machen wir jetzt noch in dieser Folge. Ich habe natürlich durch den Ladebildschirm gequatscht, wie es so üblich ist. Auch wenn ich die entsprechend rausschneiden wollte. Das macht ja nichts. Heute kommt dann halt eine etwas längere Folge dran. Inklusive Ladebildschirm. Dann seht ihr mal, wie es zumindest auf meinem Rechner ist. Zumindest heute relativ schnell. Das ist ganz gut. Und da muss ich die Folge eigentlich auch schon gleich rendern und raushauen, weil ich am gleichen Tag aufnehme wie heute. Also heute ist Donnerstag. Man mag es kaum glauben. Und Grund dafür ist einfach, dass ich mich die letzten Tage mit dem neuen Windows-Update geärgert habe. Rausfinden musste, wie zum Teufel kriege ich mein Mikrofon wieder aktiviert und mein Headset und überhaupt. So, wir sollen dahin. Und es gibt eine Blocking Force. Unter den Bedingungen wollen wir vielleicht hier oben rum. On my way. Ich glaube, wir laufen einmal. Was ich übrigens auch gerne machen will und würde, ist irgendwann einfach mal mit Freunden und Freiwilligen Multiplayer-Sessions zu machen. Indem man, also da kann man dann entsprechendes Skirmish-Gefechte machen. Das will ich allerdings dann erst machen, sobald die entsprechende Kampagne durch ist. Wer weiß, wenn wir so weitermachen, kommt vielleicht auch das erste DLC erst raus.
Commander. Schade, von hier aus können wir ihn nicht treffen. Wir müssen nah rangehen. Was haben wir denn da? Unbekannte Mechs. Zum Glück haben wir den Kintaro nach vorne gestellt. Da haben wir einen Heuschreck und einen anderen Heuschreck. Dann nehmen wir den vorderen Heuschreck aus. Logischerweise, dadurch, dass er sich so schnell bewegt hat, war das mit dem Treffen nicht sehr gut. Aber wir haben uns zumindest trotzdem gut geschält. Gib ihm alles. Diese Heuschrecks sind halt dafür bekannt, dass sie besonders schnell laufen und dafür sind sie dann auch entsprechend konzipiert. Im Zweifel, wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, bleibe ich immer im Grünen stehen. Da kann man nicht ganz sicher sein. Das war der rechte Arm. Kann man nämlich sicher sein, dass zumindest, wenn man Schaden bekommt, der nicht ganz so schlimm ist. Ich würde den aber trotzdem gerne vorab schon mal ausschalten. Bevor er überhaupt einen Schuss liefern kann. Hat aber nicht funktioniert. Schade. Da kommt Nummer 4. Das könnte ein Panther sein oder ein Vindicator. Das ist auf jeden Fall ein Panther. Das war ein guter Schuss mit der Rakete. Spätestens jetzt müsste ich ihn eigentlich haben. Weil wenn er sich nicht bewegt, dann ist er tot. Sobald sich die kleinen Mechs nicht bewegen, sind sie eigentlich nur noch Schrott. Ich glaube, ich nehme dich. Nee, wir müssen da doch zwei Waffen benutzen. Jetzt habe ich alle Waffen. Naja, ist egal. Ich habe es doch nicht geschafft. Na dann. Ja, B. Dann schälen wir ihn hier mit Lasern durch. Und den schälen wir schon mal an. Der Panther ist nämlich gefährlicher als dieser Heuschreck. Und jetzt darf der Kintaro drauf schießen, aus dem Grund, dass einfach jetzt die Ausweichmöglichkeiten für den Panther geringer sind. Und wir dementsprechend mit unseren Langstreckenwaffen, mit unseren Waffen besser treffen können. Firing. Ja, ein zweiter Panzer, sehr schön.
Allesamt natürlich sprungfähig. Wer hätte das erwartet? Außer der Heuschreck. Ja, der Blackjack hat leider nicht so viele Rüstung aufgebracht, daher tut es ihm manchmal sehr weh. Und ich hätte auch gerne gesehen, ob er trifft oder nicht, aber da ist leider die Bildachse nicht schnell genug. Du hast Dreier ausweichen, du hast Zweier ausweichen, du bleibst einfach stehen. Kannst du mit den Langstreckenwaffen drauf schießen? Das hätte uns leicht überlastet. So, machen wir das mal so. Gib nämlich einen Evasion weniger, ein bisschen Panzerbatte weggegraben. Und du hast quasi keine Beine mehr. Wenn ich dich jetzt nach hinten bewege, bist du A, ein bisschen besser geschützt und B, kannst du nur noch das Ziel angreifen, das auch tatsächlich angegriffen werden soll. So, die nehme ich mal raus. Here we go. Damit der mich ein bisschen abkühlt. Und da kann ich keinen Short Laser drauf schießen, dementsprechend geben wir dem aber alles. Das rechte Bein und der linke Torso, alles klar. Viel ist also nicht mehr von ihm übrig. Du kannst doch, du kannst auf zwei schießen, das ist ja angenehm. Relativ viel. Ich versuch's mal. Mit ein wenig Glück haben wir ihm jetzt den Center Torso weggerippt. Alternativ auch nur den rechten Torso und damit den Piloten zu stark verletzt, aber das reicht auch. Reporting, critical hit. Und damit hat sich der Schuss in die andere Richtung gelohnt. Ja, da ist er auf kritische Hitze gelaufen, weil er einfach zu schnell gesprungen und geschossen hat. Das ist gut für uns. Da kriegt er nämlich internen Schaden. Hier beginnen wir jetzt einfach mal mit dem Runterlaufen. Firing on target. Bisschen haben wir ja getroffen. Waiting for orders. Ich muss das Ganze mal anmachen, um zu schauen. Ach ja, Kurzstreckenraketen können nicht indirekt geschossen werden. Ich erinnere mich. Kurzstreckenraketen können nur direkte Ziellinie fliegen. Langstreckenraketen können indirekt geschossen werden. Locking on target. Mäßig erhitzt, das ist okay.
machen wir es mal so. Engaging multiple targets. What's up, boss? Dann haben wir noch diesen Centurion, der Dinge tun möchte. Und zwar so. Splitting fire. Du bekommst eine Ladung Raketen. Kriegst kaputtes Bein, das ist gut. Oh, und der schießt mal direkt in den Center Torso und erledigen dich damit direkt. Das ist auch sehr gut. Mech destroyed. Nice. Der kann zwar jetzt direkt wieder aufstehen, aber das stört mich jetzt nicht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er noch sprungfähig ist. Aber das sieht nicht so aus. Commander. Er ist offensichtlich nicht mehr kampfbereit. Acknowledged. Er streckt uns den Rücken zu, weil das ist das Beste, was er machen kann. Und wir strecken ihm Kurzstreckenraketen entgegen. Zack. Hope we can salvage that. Receiving you. Moving to position. Affirmative. Dann laufen wir mal zum Extraction Point. Oder zum Relay Point und eskortieren den Konvoi zum Extraction Point. Läuft jetzt absichtlich mal ein bisschen weiter raus. Damit der Rest mal hinterher kommt. Right, Commander. Confirm. Good to go. On my way. Jetzt warten wir mal ganz kurz. Schade, hilft nicht. Ich habe nämlich leider vergessen, wo der Extraction Point ist. Acknowledged. Aye, aye. Heads up, Commander. You've got hostile contacts inbound. Ja, wir müssen da rüberfahren. Dahin. Wir bekommen aber auch gerade noch Gesellschaft. Das ist natürlich nicht so gut, dass wir zusätzliche Gesellschaft bekommen. Immerhin sind es Armored Personnel Carrier. Ich kenne es auch mit weniger. Also nicht Armored Personnel Carrier. I copy. Dann sprinten wir jetzt mal hinterher. Ist natürlich doof, dass der Konvoi vor uns fährt, aber wir kriegen den schon durch. Hey, und es ist wieder die Fabrik. Offensichtlich sind wir hier heute öfters zugange. Wir haben sie wohl offensichtlich erobert, um sie anschließend direkt wieder zu, verlieren zu lassen. Ist ja auch sehr gut. Ja. Klassischer wie gewonnen, so zerronnen. Aye, aye. Coordinates received. Aber hier wird noch nichts auf meinen Sensoren, das irgendwas angreift. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir kriegen den Konvoi offensichtlich an einem Stück durch. Gefällt mir. Trotzdem muss unser Kindaro recht weit nach mit vorne mitlaufen. Damit er die Front irgendwie sichern kann. Wäre jetzt aber auch nicht ungewöhnlich, wenn dann auch zwischendrin irgendjemand angreift. So. Schönes Fabrikchen. Alt und teilweise wieder aufgebaut.
Location confirmed. Coordinates received. On the move. Der Part ist jetzt natürlich der lästigere Teil, die Jungs einfach losfahren zu lassen zur Extraction. Also ich fürchte, wir müssen noch zu unserem Extraction Point, kann das dann sein? Mir kommt die Mission so bekannt vor. Naja, Hauptsache wir kriegen unsere Jungs durch, unsere vier. Der Rest interessiert mich dann jetzt eher weniger. Weil wir brauchen die Kohle. So, bleibt jetzt erstmal nur vor bis zum Dings. Rein für den Fall, dass da irgendwas sein sollte, stehst du zumindest schon beim Schutz. Wir brauchen also noch mindestens eine Runde, weil die Kapellaner nicht so schnell zur Extraction Zone durchkommen. Und wie ihr sicherlich merkt, heute gibt es mal wieder eine etwas längere Folge, weil wir zwei Missionen nacheinander machen. So, die springe ich mal durch. Moving to position. Wäre die Kiste nicht so heiß, wäre der Kinderroten richtig schöner mich. Ach, und jetzt stehen wir denen im Weg. Auch sehr schön. Sehr, sehr gut. Aber zumindest haben wir sie jetzt quasi mal überholt und stehen jetzt vor ihnen und nicht, laufen ihnen nicht hinterher. Jo, da hinten kommen sie. Was ich mir nämlich schon dachte, da kommt noch was. Good to go. Ah, da oben steht sogar schon direkt was. Tribuche, Alter. Ein fetter Langstreckenmech. Zwei LRN-15, das ist nicht zu verachten. Dementsprechend kriegst du jetzt mal alles ab, was wir haben. Wir haben auch irgendwo die Panzerung schon komplett weggeschlagen, das ist gut. Shadowhawk. Waiting for orders. Zum Glück sind unsere Jungs mittlerweile wieder komplett kühl. Den Trebuchet sehe ich übrigens als Hauptbedrohung an, weil der sehr viel Schaden in sehr kurzer Zeit machen kann. Der kommt ran, schade. Wie man sieht, das tut weh. Roger. So, versuchen wir dich doch mal wegzuhalten. Aber zumindest eine LRM-15 haben wir schon mal gekrittet. Mit der tut er nicht mehr viel. Commander?
Affirmative. Ich glaube, du mal versuchst jetzt mal den Center Torso zu erwischen. Da hat er nämlich auch nicht mehr viel viel Inhalt. Affirmative. Leider haben wir nicht sehr viel getroffen. Schade. Wichtig ist, dass die vier Jungs da jetzt rauskommen. Einer ist ja schon in der Extraction Zone. Das wäre richtig böse gewesen, hätte der Trebuchet uns den einen schon weggeschossen. Nein, fahr doch durch. Jetzt kommt wahrscheinlich der leichte Mech da unten lang. Oh, ein Kind da oben. Commander. Waiting for orders. So, das mit dem Precision Strike versuchen wir nochmal. All weapons are go. Jawohl. Der macht schon mal nichts mehr. Der da macht auch nichts mehr. Als nächstes käme der Shadowhawk da dran. Autsch. Und den rechten Arm. Das war unsere PDC. Das tat weh. So, gehen wir mal einen Schritt zur Seite. Machen Platz für den nächsten Mech, der da rein möchte. Und schießen vielleicht nicht mit allen drauf. Das tat schon mal gut. Yes, Commander. Copy that. Und ich glaube. Multiple targets confirmed. Sehr schön. Und dem schälen wir auch schon mal ein bisschen was von der Panzerung weg. Was hast du noch? Du hast noch zwei, den Medium Laser und die Langstreckenwaffen. Da ist auch nicht mehr sehr viel drin. Also gehst du jetzt mal da in Deckung. Du kannst uns ja noch Langstrecken-Support liefern, das ist das Gute. Vielleicht reicht es ja für den anderen Torso. Jawoll. Und eine Ammo-Explosion. Sehr schön. Damit haben wir den auch schon fast auseinandergenommen. Jetzt dürfen da unten die beiden und sind dann wahrscheinlich direkt extracted. Damit haben wir unsere Hauptmission erfüllt und den Bonus bekommen. Good job. Zack. Objective secured. Alle unsere Jungs sind inspired geworden, weil wir die Mission erfüllt haben. Das ist sehr, sehr schön. Mir gefällt nämlich der kaputte Vindicator. Aber manchmal muss es halt sein. Jetzt müssen wir nur noch die beiden ausschalten, ohne großartig Schaden zu kriegen. Genau, ohne großartigen Schaden zu kriegen. Ich wollte gerade sagen, hör doch mal auf. So, du hast noch relativ viel Panzerung in der Mitte. Dann nehmen wir einen anderen Mech. Aber auch du bist kurz davor, einen Arm zu verlieren. Das finde ich nicht gut. Aber du hast zumindest eine bessere Chance, den Zentertose zu erwischen. Aber wir können es nicht mit allen machen. Hat nicht gereicht. Schade. Yes, Commander. Commander.
ist noch ein bisschen was übrig. Ich versuch's mal rauszustanzen. Jo, passt. Der ist weg. Damit haben wir noch diesen Mech da. Ready for orders. Moving out. Um ihn besser zu treffen, versuche ich es mal so. Und ich gebe ihm alles, was wir haben, auch wenn wir ihn nicht treffen. What's up, Boss? Hey, Boss. Hey, gleiche Trefferzone, aber trotzdem noch geschützt. Aye, aye. Den müssen wir nämlich jetzt kräftig auseinandernehmen. Dummerweise ist der noch kühler als wir, also als unsere Kintaro. Und er schießt in den Rücken. Das war wahrscheinlich unser rechter Arm. Nein, wir haben Glück. Wir haben nur verletzte Piloten, ansonsten haben wir mehr Glück als Verstand. Sehr gut. Und der ist überhitzt. Das bedeutet, er hat ein internes Strukturproblem. Moment, was liegt? Dann machen wir das so. Dann ist nämlich deine Bewegung auch weg. Deine Evasion. So. Dich bewegen wir jetzt auch wieder so, dass du direkt zur Seite guckst. Nämlich die Seite, die wir schon angeschlagen haben. Und dann geben wir dir nochmal alles, was wir haben. Commander. Und dich bewegen wir jetzt einfach mal in seinen Rücken. Und geben voll Gas. Unsteady, das ist gut, das heißt, du bewegst dich nicht mehr ganz so schnell und ganz so weit. Und dich bewegen wir, du kannst. Ah, dich müssen wir eigentlich auch wegbewegen, bevor du noch mehr Schäden bekommst. Aber wir haben zumindest einen Torso zerstört. Auch schon was. Genau, such dir mal jemanden, der ausschaut wie du. Heading out. Dann schießen wir einfach rein. Hat nicht viel gebracht. Commander? So. Vielleicht hilft es was, wenn wir 2 cm höher gehen. Mit der Langstreckenrakete kann ich eh nicht schießen, aber wir kommen jetzt zumindest mit dem MG ran. War eine weitere seiner SRMs und wir haben trotzdem noch nicht gut down gekriegt. Schade. Und du machst einfach nochmal einen Strecken-Move draus. Wir brauchen nämlich nur noch 5 Punkte im Center Torso. Wahrscheinlich kriegen wir noch einen runter oder so. Die komplett falsche Seite. Schade. Das Einzige, was er effektiv noch machen kann, er kann sich prügeln. Took a hard hit there. Yes, Commander. So.
Das machen wir auch mal, weil wir hitzen es erhitzt. Good to go. So, ziehen wir mal Zentertorso. Locked on, rear armor. Das hat jetzt aber mal gereicht. Endlich. We can salvage that. Ja, ich hoffe doch. So, das sind alle Targets, die wir haben. Mission successful. Sehr schön. Dann kommen wir doch gleich mal zu unserem Geld und zu unserem Einsammeln. Wir haben leider eine PPC verloren. Genau 10%, nochmal 20%. Das macht insgesamt 1 Million und wir sind wieder nicht mehr pleite. Also eine PPC und einen kleinen Laser, das ist ja nicht so schlimm. Wir könnten Kinderos sammeln, wir könnten einen Shadowhawk sammeln. Shadowhawks sind meiner Meinung nach schöne Mechs. LM15, irgendwas, was hier noch super positiv ist? Nein. Ich glaube, wir haben keinen Shadowhawk. Oder haben wir einen Shadowhawk? Verdammt, jetzt müsste ich das wissen. Zweiter Kintaro wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber wir sammeln schon Shadowhawks, deswegen sammle ich mal weiter Shadowhawks. Die Panther an sich sind eigentlich auch nicht schlecht an Mechs oder der Tribuche. Nein, Tribuche. Ich will den Tribuche. Ein absoluter Fernkampf-Mech, aber super geil. Und wir kriegen noch ein Kinderrohstück. Es gibt übrigens auch schon einige Mods für dieses Spiel, die das Ganze etwas fesselnder und krasser machen. Aber dieses Spiel ist eigentlich nicht gedacht für Mods. Dementsprechend gibt es auch einen Modloader. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, nur damit ich mir sicher bin. Wir hatten... Ja, Assault haben wir keine. Heavy haben wir immerhin schon. Quick Draw. Wir haben angefangen, Shadowhawk zu sammeln. Wir haben den... Dings. Stimmt, wir haben schon Shadowhawk. Das ist gut. Dann haben wir noch ein Stück Centurion zusammen. Vor allen Dingen haben wir andere Kleinkram. Können wir das Ding nicht irgendwie verkaufen? Wir können es scrappen. Oh, cool. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht rausgefunden. Wir können verschiedene Pattern für Farbe nehmen. Das ist ja sehr geil. Egal. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Die Reparatur überlasse ich dem Zukunftssatz. Und freue mich darauf, falls es euch gefallen hat, dass ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Mein Name ist Sascha T. und ich hoffe, jetzt funktioniert es wieder mit dem Aufnehmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.